Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Und nichts bleibt, wie es ist. Diese Sprüche begleiten mich schon mein halbes Leben und bewahrheiten sich beinahe täglich. Und gerade in den letzten Tagen ist wieder sehr viel Bewegung in mein Leben gekommen. Und das hat folgende Bewandtnis. Ich hause jetzt hier schon in den Zeiten, wo ich nicht unterwegs bin, wo ich nicht als Vagabund, Nomad durch die wunderschöne Welt ziehe oder ziehen kann, aus gesundheitlichen Gründen oder jetzt aktuell eben Pandemiegründen, befinde ich mich oft hier im Hohen Westerwald in unserem Basislager auf dem Campingplatz Mademühlen hier im Hohen Westerwald. Dieser Campingplatz gehört überwiegend der Gemeinde Driedorf, die bestimmt, was hier abgeht, die bestimmt, was hier Sache ist, die bestimmt, wie viel Geld investiert oder nicht investiert wird. Und sie bestimmt auch die Verwalter, die Pächter, die die Regeln der Campingplatzordnung umzusetzen haben und hier dafür zu sorgen haben, dass auf dem Platz alles nach Recht und Ordnung funktioniert. Tja, und im Laufe der letzten 40 Jahre habe ich hier eine Menge Platzpächter, eine Menge Menschen erlebt, die diesen Platz verwaltet haben, die diesen Platz organisiert haben. Und jetzt ab dem 1. April gibt es wieder einen neuen Pächter, einen neuen Verwalter. Und die Gemeinde Driedorf versucht wieder mal, ja, einen ordnungsgemäßen Campingplatz durchzusetzen. Ordnungsgemäß heißt, dass die Campingplatzordnung eingehalten wird, dass Feuerschutzbestimmungen eingehalten werden, dass Abstände, genau 5 Meter Abstände zwischen den Wohnwagen auch wirklich eingehalten werden. Und neuerdings wird auch versucht durchzusetzen, dass brennbare Hecken aus Nadelholz beseitigt werden. Dazu gehören natürlich Fichten, Tannen, Tujas und so ein Gestrüpp, was innen schnell verdorrt und was gerade in den letzten Jahren bedingt durch Trockenheit auch im Hohen Westerwald verdammt leicht brennt. Ja, und Samira und ich, da wir aktuell Zeit haben, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen, haben die letzte Woche jetzt in den zurückliegenden Tagen unseren Campingplatz, Campingplatz ordnungsgemäß umgestaltet. Und das war viel Arbeit, vor allen Dingen alles morsche Gehölz abzusägen, rauszuruppen, Platz zu schaffen. Und ja, das war eine mühsame Kiste, ich zeig's gerade mal. Unser Platz sieht jetzt etwas anders aus, nicht mehr so ganz in unserem Sinne, aber immerhin so, dass wir hier jetzt nicht verantwortlich gemacht werden können, wenn hier irgendetwas irgendwann mal brennt, weil Abstände nicht stimmen, weil morsches Gehölz als Umzäunung benutzt wird und so weiter. Tja, wie man hier sieht, sieht es bei uns jetzt ordentlich aus. Wir haben morsche Tuja-Hecken beseitigt. Wir mussten unseren Kanubestand reduzieren, haben jetzt 3 Kanus, Kajaks, Wildwasser-Kajaks verkauft, haben 2, 3 Kajaks nach Gießen in den dortigen, unseren dortigen Keller geschafft, haben jetzt so viel Platz geschaffen, dass auf unserem angemieteten Doppelplatz auch unsere Autos geparkt werden können, dass unsere Autos also nicht mehr auf dem Weg stehen, wie wir das sonst immer der Fall oder wie es der Fall war, weil der Campingplatz beinahe leer war. Diese Zeiten haben sich geändert. Camping ist in Zeiten von Corona boomt unglaublich. Und das können sich jetzt auch Campingplatzbesitzer zunutze machen, wenn die Pandemie-Einschränkungen vorbei sind, wenn Camping wieder erlaubt ist. Aktuell dürfen hier in Hessen nur Dauercamper ihre Plätze besuchen, gestalten, aufräumen, pflegen, hegen und so weiter.
Und hier sieht man, hier haben wir alles beseitigt, was in unserer Verantwortung steht. Übrig geblieben sind ein paar nette Stümpfe, die lassen wir auch stehen, die können wir vielleicht noch interessant gestalten. Auch unsere Autos stehen jetzt hier auf unserem Gelände und so können wir uns keinen Ärger einhandeln. Ja, der Platz neben uns war 20 Jahre frei, weil kein Interesse mehr an Dauercamping bestand. Das war für uns ganz praktisch. Da konnten wir auch unsere Autos gelegentlich abstellen oder unsere Trailer, unsere Kanu- und Buggy-Trailer. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Der Campingplatz ist beinahe wieder ausgebucht, ist voll und wird sicher in Kürze brechend voll werden, sodass ja, so gewisse Privilegien, die wir uns hier angeeignet hatten, was die Platznutzung betraf, jetzt eben weg sind. Macht nichts. Immerhin eins hat uns der neue Campingplatzverwalter gestattet, nämlich dass wir unseren Reisewohnwagen hier noch parken dürfen. Und der steht jetzt hier startklar für kommende Touren. Unser Buggy-Trailer, der schon fertig gepackt war für Strandsegeln in Dänemark, den haben wir zurückgebracht zu einem Stellplatz, den wir noch in unserer alten Wahlheimat im Spessart angemietet haben. Dort bekommen wir sogar noch einen zweiten Platz, sodass wir jederzeit hier das, was hier stört, andersweitig unterbringen können. Wie man sieht, haben wir jetzt unsere drei Autos, zwei Duster von mir und Samiras alter Dacia Logan hier auf unserem Platz untergebracht. Das ist Vorschrift, das ist Pflicht, das müssen wir so handhaben. Gefällt uns nicht mehr optimal gut, aber wir betrachten das jetzt auch unter funktionalen Gesichtspunkten und legen auch Wert darauf, dass wir die Platzordnung hier einhalten. Diese drei Kajaks hier aus robustem, hochdruckgeblasenem PE aus unserem umfangreichen Kanulager haben wir jetzt verkauft, einfach aus Platzgründen. Und sie wurden für insgesamt zusammen 480 Euro gekauft von einer Familie mit vier Kindern, die jetzt hier neuerdings auch auf dem Campingplatz kampiert, direkt hier an der Krombachtalsperre. Und da haben diese Boote nochmal für Kinder und Jugendliche einen schönen Spielcharakter. Ja, nachdem wir jetzt unsere Option, unsere Aufgabe klar Schiff machen, in diesem Frühjahr weitestgehend erfüllt haben, leisten wir uns heute wieder einen Reisetag, einen Tourentag. Und auch das natürlich wieder Corona-Pandemie-konform. Das heißt, wir suchen uns wieder einen schönen Abschnitt an der Lahn aus diesem wunderschönen Fluss, diesem sehr schönen Flusstal. Genau in dem Wissen, dass dort jetzt wirklich schon richtig Frühling ist. Ja, im Tal der Lahn ist Frühling, fast schon Frühsommer, heute sogar zweistellige Mittagstemperaturen. Und da haben wir natürlich Bock, nochmal eine Runde Kanu zu fahren und das in Kombination mit unseren Fahrrädern. Wir stellen die Fahrräder zuerst unten ab, wo wir aussteigen wollen. Wo genau, checken wir gleich. Und dann fahren wir hoch nach Dietz. Dort haben wir vor einiger Zeit einen guten großen Parkplatz entdeckt, wo wir unser Auto stehen lassen können und wo wir gut in die Lahn einsteigen können. Und dann machen wir heute einen genussvollen Frühlingstag. Wie in letzter Zeit sehr oft benutzen wir hier unseren leichten Royal Lex Kanadier, der nicht viel wiegt und wo die Hunde mit reinpassen und wo wir bequem und gemütlich paddeln. Wenn wir demnächst wieder auf längeren Kanu-Gepäcktouren unterwegs sind, was wir im Plan haben,
benutzen wir andere Boote. Ja, jetzt befinden wir uns in Geilnau. Bis hierher wollen wir paddeln. Wo ein genauer Ausstieg, wissen wir noch nicht, wo wir den finden. Aber hier stellen wir jetzt unsere Fahrräder ab. So, hier in Geilnau haben wir unsere Fahrräder abgestellt. Und unsere heutige Paddeltour geht von Dietz bis Geilnau, etwa 10 Kilometer, sowohl auf dem Radweg wie auf dem Fluss. Und das bei einem herrlichen, frühlingshaften Wetter, wo hier unten im Tal schon alles grün ist, während es in unserem Basislager im hohen Westerwald immer noch ziemlich winterlich aussieht. Ja, hier haben wir auf unserer heutigen Strecke auch eine Schleuse, ein Stau, eine Schleuse, wo wir entweder geschleust werden, und ich hoffe, da ist schon jemand, der uns schleust, oder wir müssten irgendwie hier mit dem Bootswagen dieses Gelände umfahren. Aber danach sieht es gar nicht aus, oder? Nee. Jetzt sind wir hier in Balduinstein, auch ein schönes kleines Lahnörtchen, und hier fahren wir jetzt über die Lahn und kommen auf der anderen Seite nach Dietz. Frieden singt von Freude und Lieben, Grenzen besiegen und Wände verschieben. Wir sind limitless. Wir sind limitless. Einfach grenzenlos frei, bis ans Ende der Zeit hebt die Hände hoch, schreit. Wir sind limitless. Einfach limitless. Ist zu schirren und schlafen zu gehen, also lass mal aufstehen und die Hände hochheben. Einfach mit den Hüften wippen, mit Gelüsten und das Mitten zwischen unseren Düften auf den Straßen oder Tischen. Komm, wir machen Aligali, Karamba, Ramba, Zamba, jede Menge Remi, Demi, Farben froh wie Salamander. Party mit dem Nachbarn im Spießer nebenan. Seid ihr alle wach, Mann, dann chicke, chicke, chang. Mit den Augen aufgerissen tanzen wir hier durch die Welt. Sind hier nicht verbissen, nö, wir wissen nur, was zählt. Leben, genießen, volle Fahrt voraus, aus Zwergen werden Riesen. Komm, mach die Augen auf. So, wir sind hier in Dietz am Auweg-Parkplatz. Startklar, lediglich die Einstiegsstelle, die ist ein bisschen schwieriger, aber einfach grenzenlos frei bis ans Ende. Kriegen wir, aber gepackt. Limitless. Fahrradweg. Deswegen müssen wir aufpassen, dass die Hunde nicht vor Fahrrädern laufen, die hier vorbeigehen. Und wir sind auf dem Weg mit hier. Einfach grenzenlos frei bis ans Ende.
2, Luzi, komm. Und stopp. Die Hunde gehen erst rein, wenn ich sage, ja. Fly, komm. Luzi, komm. Fly. Fly, komm. Oh, die Luzi hat durch. Fly, komm. Hüpf jetzt. Und dann holst du uns erstmal ein Eis. Ne, ist zu weit weg, leider. Wofür habe ich denn Muffins gebacken? Ja, die können wir da an der Brücke futtern. An der alten Brücke. Meinst du, hier gibt es keinen anderen schönen Ausstieg mehr? Doch. Aber du hast doch Hunger, nur hier gibt es keinen. Dreh mal hier rein jetzt. Also wir suchen uns eine andere Pausenstelle, oder? Luzi sitz, Luzi sitz. Fly geht. Stopp. Dann kommt nochmal, die Luzi hört nicht. Luzi, komm. Fly, komm. Fly, komm. Samira, komm, ohne springen. Oh, da sind wir noch zu weit auf dem Land. Da müssen wir noch ein bisschen zurück. Ah, aber ich hänge hinten fest. Achtung, jetzt weg. Thank you.
Wildkirsche, oder? Me and the Dalai Lama, the wit of Oscar Wilde, across many stormy oceans, walk lots of dusty miles. We kept each other company, they helped me on my way, through some dark old nights, to the waking of the day. Sometimes this road seems forever. Ja, wir befinden uns jetzt an der ersten Lahn-Schleuse im Unterlauf der Lahn, Schleuse Camberg. Und die Einfahrt in die Schleusenkammer ist frei. Da gibt es so ein Ampelsystem, augenblicklich grün, weiß, grün. Das bedeutet, dass wir einfahren dürfen. Allerdings sehen wir weit und breit keinen Schleusenwärter. Ich bin gespannt, was passiert. It's carefully passed down, and the Dalai Lama knows through his many lives it can be just a word between a fool and the wise. Sometimes this road seems forever. Schon mal auf der anderen Seite. It's hardly found. And we're all alone together with only words to pass a rhyme. Just like Jesus was crucified anyway, condemned for what he was and the words he had to say. But he kept his wit about him, he died a shooting star. Now his words can live forever, that's the way these things are. Sometime this road seems forever, and reason it's hardly found, and we're all alone together with only words to pass around. With only words to pass around. Okay, wir sind zurück in Dietz. Luzi, stopp! Stopp, komm her! Gleich darfst du. Fly hat schon ein Bad genommen. Luzi möchte auch noch gerne ein Lahnbad nehmen nach diesem Speedy. Jetzt die 10 Kilometer, wo sie runtergedüst sind. Nein, nicht runter, rauf. I'm sitting by the pit in the morning on the terrace of Café des Arts. I met my friend, he knows the poetry of Contrescarpe.
He also knows the legends, all the loves of Bridget Bardot. He introduces me to people I would otherwise never know. All the vagabond poets I cherish, I'm respectful in their company. Cause in their own way they just try to make the world the place it should be. They already conquered the mountain, I still just see through the haze. They've been through and walked their life's fountain, things I contemplate. They live by the art of living in a world that seems hard so, to sleep. So, Ratty, never giving we go in the Westerwald and have Bock auf Lammertrot. Ach du Scheiße, wir müssen das Boot hier noch abholen, hab ich ja ganz vergessen. Nach Geilnau müssen wir. Hätte ich doch bald das Boot vergessen. Ja, vor Aufnahme stoppen. Van Gogh was alone in his torment, Pol Pot just died of old age. The values and stance society lays down made Jesus turn in his grave. They already conquered the mountain, I still just see through the haze. They've been through and walked through life's fountain, things I contemplate. They live by the art of living in a world that seems half asleep. Never giving up with the giving, receiving only just what they need. All the vagabond poets I cherish, I'm respectful in their company. Cause in their own way they just try to make the world it could be. Van Gogh was alone in his torment, Pol Pot just died of old age. The values and stance society lays down made Jesus turn in his grave.